Gut, das war's dann auch schon wieder. Habe ich fast vergessen, wieder anzufangen zu reden. Schlammerlochwächter, Wach-E läuft irgendwie hier weg. Aber es ist ja auch. Darf er gerne machen, weil wir sollten ihn einfach nur retten. Oder beziehungsweise ihm helfen, wenn er wegläuft, haben wir ihm geholfen. Und dann sprechen wir wieder mit Moxie. Moxie hat bestimmt wieder eine Folgequest. Genau, treffen euch mit Nant und Moxie in Nähe, nahe der Höhlen. Und das ist hier drüben direkt. Einfach hinterher. Unten steht der Nante und Moxie. Was wollen die jetzt von mir? Sammelt 12 Schatzbeutel der Eisenfluträuber. Das geht wahrscheinlich so in diese Richtung. Ja, okay. Und dann sind wir hier. Wie die Klasse Meckel. Und Beweis für die Piraterie. Zerstörte 6 Rumvorräte der Piraten. Gut. Dann legen wir mal los und machen die Viecher kaputt. Und zwar hier vorne direkt. Nehmen wir die hier. Komm, nehmen wir einfach mal so viel wie möglich mit. So, das sind die Goldbeutel. Gucken wir auch direkt nebenbei mal an. So. Das war schon mal die erste große Gruppe. Ach, von denen sollen wir einfach nur das Gold looten. Die Goldbeutel. Deshalb sollen wir die töten. Das heißt, Goldbeutel liegen rum zum Looten. Und so allgemein können wir die auch noch looten. Gut, dann mache ich das einfach mal. Dann sehen wir uns bei Captain Klaas Meckel wieder. Ich habe Captain Klaas Meckel gefunden. Da steht er direkt vor uns. Und den schnappe ich mir jetzt auch mal. Hier links und rechts stehen auch überall diese Rumvorräte, die wir sammeln sollen. Ne, die sollen wir zerstören. Um die zu zerstören. Was muss ich denn da machen? Muss ich wieder irgendwas anzünden oder so? Ich habe das jetzt noch nicht genau herausgefunden. Ich stehe hier gerade jetzt einfach nur erstmal und ja. Vor uns ist auch noch eine Quest bei den Eisenfluträubern. Bzw. Beute der Eisenfluträuber ist da drüben angezeigt. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob wir ein Item bekommen haben, um die Rumvorräte zu zerstören. Oder ob wir noch hier irgendwas looten sollen. Oder ob sie das hier vielleicht macht, wenn wir daneben stehen. Ach hier, wir haben hier so eine Bombe. Okay, und 3 Fässer zählen auch nur als ein Vorrat. Das ist auch gut zu wissen. Dementsprechend laufen wir jetzt hier mal ein bisschen rundherum für die Bombe und machen die ganzen Rumvorräte kaputt. Der gute Rum! Und was ist das hier? Wenn ich das trinke, kriege ich einen mit Tempo um 50 erhöht, erlittener Schaden um 50% erhöht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber nun gut. Okay. So. Das ist die Quest. Ich habe gerade durchgelesen, was ich hier machen soll. Alles wie bestellt. Wie für uns bestellt. Holt den zahnlosen Edel. Holt Haki die Häcklerin. Häckslerin. Und Baldüne die Spürnase. Sind das. Ach, das sind die Leute, die hier rumstehen. Ja, okay. Gut. Dann machen wir das. Hier haben wir Balduin. Sagen wir mal guten Tag. Ich brauche deine Hilfe. Und dann hilft er uns. Dann schmeißen wir hier noch so eine Granate. Dann spielen wir hier noch mit dem Fassmeister Julio. Ich weiß nicht, was der zu tun hat. Wenn er so einen bestimmten Namen hat, dann hat er auf jeden Fall irgendwas Wichtiges zu sagen. Lol, der schmeißt mit Fässern. So. Jetzt haben wir alle beisammen. Und die Typen muss ich auf jeden Fall auch killen, weil ich die Goldbeutel noch brauche. Insofern Goldbeutel sammeln, die 3 Typen einsammeln. Und noch die letzten Vorräte zerstören. Dann sind wir ja auch schon fertig. Dann können wir die Quest bei Moxie abgeben. Wobei wir haben eine Quest, die wir bei Moxie abgeben können. Das war das mit dem. Warte mal, ich mach das mal ganz schnell. Wir sind keine Freunde. Okay. Hätte ja sein können, dass wir als nächstes die Quest kriegen, dass wir Fassmeister Julio töten müssen. Ist jetzt nicht passiert. Deshalb lebt er noch. Ist. Nein. Also er lebt jetzt nicht mehr. Aber wir haben halt keinen Quest gekriegt. So. Das haben wir fertig. Quest beenden. Mehr Quests hat es nicht für uns. Das bedeutet, ich sammle jetzt noch die 3 Leute ein. Hol mir hier noch ein paar Goldsäckchen. Und dann war es das auch schon fast wieder. Hier haben wir den zahnlosen Edel.
Deine Hilfe brauche ich auch. Kann natürlich sein, dass ich die drei Typen jetzt einsammle und wir dann irgendwen töten müssen. Aber das wäre das Ding. So, ich habe jetzt alle drei Leute eingesammelt. Ich schnapp mir die beiden Typen hier nochmal kurz. Dann haben wir nämlich wahrscheinlich alle Goldbeutel zusammen. Hier liegt nämlich auch noch einer. Und dann, wenn das geschafft ist, sollen wir uns die Beute holen. Was auch immer die Beute ist. Auf jeden Fall laufen wir dahin. Okay, jetzt bin ich hier, wo wir uns die Beute holen sollen. Das ist hier. Guck das Ding mal an, nehmen die Beute. Jetzt haben die sich hier alle vollgeladen. Die Schätze mit, das heißt nicht, wir haben nur als Träger rekrutiert, oder was? Und jetzt soll ich die Quest aber abgeben? Ja, schaut zumindest so aus. Dementsprechend geben wir die Quest mal ganz kurz ab. Und gucken dann mal, was wir denn noch mit zu tun haben. Weil hier eben gerade steht auch so ein erster Mart rum. Dann haben wir natürlich den komischen Fasswerfer da gehabt. Den Fassmeister. Hieß er Fassmeister? Ich weiß es nicht. Daher kann ich auch nicht wirklich sagen, nicht ganz genau, ob wir da noch irgendwie vollgeküsst haben. Aber das verrät uns jetzt ja hier Nante Grinser. Okay, der sagt, wir sollen uns erstmal wieder in der Stadt treffen. Das heißt, wir gehen kurz in die Stadt zurück. Das ist nämlich hier. Dann gehen wir wahrscheinlich hier bei ihm wieder die Quest ab. Bei Leo Schilders. Ihr seid nicht von hier, oder? Also hier uns bestellt, so. Und dann ist hier ein Schatz, kleiner Münzbeutel. Was sollen wir damit machen? Quest beenden. Wir kriegen einen winzigen Geldbeutel. Zum Öffnen rechts klicken. Notiz von Leo. Was steht da drinne? Lucian, noch habe ich euren Anteil des Schatzes nicht. Vielleicht nächste Woche. Hoffentlich könnt ihr diese Zeit hiermit überbrücken. Leo Schilders. Okay, was auch immer das bedeutet. Sollen wir nächste Woche nochmal vorbeikommen und dann kriegen wir noch mehr Gold? Wer weiß, wer weiß. Zumindest scheint es so zu sein, dass wir hier jetzt fertig sind mit den Quests. Dementsprechend. Hier wollte ich gar nicht hin, sondern hier. Haben wir jetzt schon noch 7 von 8 Kapiteln abgeschlossen. Im Sturmsanktal. Und ich reite dann schon mal zum nächsten Questgeber. Das ist hier oben. Schlimmer als es aussieht. Das ist hier auf dem Berg. Gehen wir davon aus. Genau, hier oben auf dem Berg. Und hier haben wir Friederike Götzstein. Ein Gesuchtding. Und Klaas Rüdinger. Der hat eine interessante Rüstung. Sieht schick aus. Und hier haben wir auch wieder Matthias Gondorian. Kommt der mir vor, bekannt vor? Gondorian, nicht Gondorian. Gondor ist woanders. Und hier sollen wir den Schlachtmetzler töten. Sieht aus wie so eine Abomination. Mir fehlt das deutsche Wort gerade. Eine Monstrosität. Monstrosität, wie die in Unterstadt immer rumstanden. So, und hier schlimmer als es aussieht. Jojo. Bombenstimmung. Beschafft ein Dynamitbündel und benutzt es, um 16 Minenarbeiter der Reißzahnfeste und 4 Minentechniker zu töten. Und greulich tötet Chefingenieur Gritz. Das hört sich hier fast schon wieder an, als würden wir jetzt wieder ein bisschen auf die Horde treffen. Das ist alles hier oben. Jetzt haben wir hier Wirbelschwinge getötet. Ach, wenn wir hier schon mal sind, können wir die World Quest gleich mitnehmen. Ich weiß das gar nicht. Vielleicht können wir das ja in den Kommentaren mal beantworten. Wenn ich... Okay, warte mal. Meine Frage beantwortet sich, glaube ich, von selbst. World Quest habe ich ja, glaube ich, erst mit Stufe 120 freigeschaltet, oder? Mach ich. Ich war nämlich gerade am Überlegen, ob. Ob World Quests auch Erfahrungspunkte geben. Wenn ich aber erst mit 120 die World Quests freischalte, dann erübrigt sich die Frage natürlich dementsprechend. Jetzt weiß ich aber gerade nicht mehr aus dem Kopf, wann ich das freigeschaltet habe. So bringt mir World Quest ja auf jeden Fall eine Menge Ruf. Eine Menge Ruf. Natürlich Items, Erfahrung nicht. Azerit und Gold. Alles, was das Herz so begehrt, was man immer so ein bisschen braucht. Ansonsten. Hier gibt es auch wieder Azerit, ne? Ja.
Gut, und hier sehen wir schon wieder ganz viele Horde-Banner. Das heißt, es ist wieder wirklich, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich hier dieser, der Strang so ein bisschen nach oben, dass wir vom Brennerdamm hochkamen zu hierzu. Zu der Horde. Wir gucken uns das mal an, was sollen wir hier machen? Dynamitbündel. Das sollen wir hier platzieren. Ne, wir sollen das gar nicht platzieren, wir sollen es klauen. Gut, und jetzt haben wir hier die Minenarbeiter töten. Also dann nicht die, die sind noch viel weiter da hinten. Gut, ich würde sagen. Oh, warte mal. Ist das. LOL. Okay. Das ist sehr lustig. Das heißt, wir können das Dynamit schmeißen. Damit eine Menge viel Schaden machen. Aber ich würde mal sagen, da das einfach nur eine stumpfe Killquest ist. Außer der Schlachtmetzler. Schlachtmetzler, steht er oben oder steht er drinnen? Ich glaube, der steht drinnen. Ich gehe mal davon aus, dass er drinnen steht. Und ich sehe noch eine Quest. Ich gehe erstmal kurz rein. Vielleicht erübrigt sich das dann mit der Quest. Ich glaube, der Schlachtmeister steht doch nicht drinnen. So, gib mir mal eine Quest. Ich befreie 6 gefangene Bergarbeiter. Die finde ich auch überall hier drinnen. Da das jetzt wieder so eine relativ monotone Quest ist, cutte ich da mal wieder ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht wieder, wenn ich immer alles fertig gemacht habe. Gut, hier haben wir Chefingenieur Gritz. Ich weiß gerade nicht, wo die Quest herkommt, dass wir ihn töten sollen. Zumindest sollen wir ihn töten. Ich kann mich gerade nicht mehr direkt daran erinnern, dass ich da was gemacht habe, aber. Aber Dynamit macht ihm auch Schaden, das ist schon mal gut zu wissen. Dementsprechend kann ich den jetzt die ganze Zeit richtig schön durch die Gegend kicken. Holen damit wahrscheinlich immer mehr. Ja, das ist eine lustige Quest. Warum habe ich das nicht die ganze Zeit so gemacht, dass ich die ganze Zeit nur mit Dynamit um mich werfe? So, Kraftpunkt. Dann lebt er noch weiter. Ja, okay. Chefingenieur Gritz. Mir fällt gerade ein, dass wir die Quest doch ganz normal angenommen haben. Und die nicht irgendwo dazugehört. Sondern es ist einfach so eine einzelne Quest, wo wir ihn töten sollen. Manchmal bin ich auch ein bisschen vergesslich. So, was müssen wir noch machen? Wir müssen jetzt noch einen gefangenen Bergarbeiter befreien. Da drüben steht noch einer. Da ist, glaube ich, auch schon fast alles geklärt. Lass mich da hoch, perfekt. Und dann können wir hier, glaube ich, auch schon rausgehen. Genau, jetzt können wir raus. Und jetzt müssen wir nur noch, was müssen wir hier noch machen? Nichts wie raus hier. Ich verlasse die Höhle jetzt einfach mal. Ich habe da so viele Fragezeichen. Naja, und dann haben wir ja eigentlich noch die Gesuchtquest, der Schlachtmetzler. So, hier haben wir auch Holger Nielsen. Bitte schön. Ganz schön viele Mitarbeiter, die ich hier habe. So, und hier haben wir Friederike Götzstein, die hier rumsteht, so dass wir da alle Quests abgeben können. Gräulich. Alles beenden und dann haben wir 3 neue Quests. Es brennt 6 Holzstapel und 2 Belagerungstürme nieder. Auch zum Schreddern findet einen energetisierten Kern und installiert ihn im Schredder-Prototyp MK03. Und Sägespähen. Sägebespähen. Tötet 10 Holzfäller. Gut. Dann haben wir aber immer noch den Schlachtenmetzler. Und ich weiß nicht, wo er ist. Ist da drüben noch eine Höhle? Zumindest hier vorne. Belagerungsturm, Holzstapel. Ein Peon. Holzstapel, Belagerungstürme. Kann ich die Dinger werfen? Ja, das ist ein einfacher Flammenwerfer. Okay, verstehe schon. Mann, der Peon nervt hier aber auch schon wieder. Gut, das war das. Und mich interessiert gerade der Schlachtmetzler. Ich möchte mal kurz gucken, wo der steht. Der Schlachtmetzler kann eigentlich nur oben auf dem Berg stehen, weil er steht jetzt in diesem Lager drin von der Horde. Und da finde ich nichts. Das heißt, er kann eigentlich nur oben auf dem Berg stehen. Das heißt, wir müssen da früher oder später mal kurz oben auf den Berg gucken, um den zu finden. Dann können wir den auch kaputt machen.
Oder er muss beschwört werden. Weiß ich jetzt nicht. Und von denen wir kriegen garantiert den energetisierten Kern. Steht auch bei, kriegen wir. Dann machen wir den mal kaputt. Und ja, Holzstapel abbrennen. Diesen energetisierten, boah, was ist das für ein schwieriges Wort für mich? Energetisierten Kern finden. Damit wir das auch alles fertig haben. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch gleich wieder beim Questgeber wieder. Ist einer, ich finde noch eine neue Quest. So, energetisierter Kern von dem Ding. Das wollte ich euch kurz nochmal zeigen. Ich habe leider keine neue Quest gefunden. Ich stehe auch immer noch hier fast an der gleichen Stelle. Aber zumindest energetisierten Kern haben wir. Damit wir dann gleich in diesen komischen Schredder da vorne reingehen können. Ich verbrenne nochmal die letzten Holzstapel. Und dann kann es losgehen. Hier wird mir auch noch angezeigt, ich soll Holzfäller der Reißzahnfeste umbringen. Aber hier stehen so wenige. Stehen die etwa alle am Rand? Ich finde, ich habe jetzt einen gefunden. Ach Mann. Ein Holzfäller. Da oben liegt noch ein Holzfäller. Ach, die schlafen wieder. Das sind die typischen Peons von den Orks. Die schlafen immer. Es gab inzwischen. Also früher habe ich immer Hordler gespielt und es gab einfach so verdammt viele Quests, wo du die Peons aufwecken sollst, weil die halt irgendwo am Pennen sind. Und dementsprechend ist mir gerade überhaupt nicht aufgefallen, weil die auch nicht rumlaufen oder sonst irgendwas tun. Dementsprechend machen wir die mal schnell weg. Und dann sehen wir uns wirklich beim Questgeber wieder. Alles klar. So, jetzt sind wir hier beim Questgeber. Da gehen wir jetzt mal alles ab. Zack, zack. Dann bei ihm hier. So, Friedrich der Gnippetus, ein Schredder-Prototyp, brennt Gebäude der Reißzahnfeste nieder und tötet General Schwarzstein sowie 30 Soldaten da vorne. Alles klar. Dann einsteigen. Und dann geht's los. Dem Ding sollen wir jetzt hier reinrennen. General Schwarzstein, der steht da oben. Das hatte ich eben gerade schon gesehen, als ich da nach der nach Schlachtmetzler geguckt hatte. Was haben wir denn hier alles? Gabelbeats. Macht nicht so viel Schaden. Flammenwerfer. Geht so. Erfahrene Jägerin, Abschussprotokoll. Okay, und was ist das? Überladen. Überlädt alle Schaltkreise um den Schredder. Alle Sekunden unter Heilung und überzieht Gegner in der Nähe im Naturschaden. Okay. Dann laufe ich mal ein bisschen hier rum. Sammle die Sachen alle ein. Aber dann macht das mal so. Hier, zack, Sprung! Boom! So, jetzt heile ich mich einfach. In der Zeit kriegen die Schaden. Oder können sie einfach den Flammen werfen. Funktioniert echt gut. Hallo. Ich muss näher ran. So. Das wären dann fast alle gewesen, glaube ich. Dann gehe ich jetzt noch hoch zu General. Ah nee, scheiße, ich soll die Häuser noch abfackeln. Ja, wie mache ich das denn? Okay. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das hier vorstelle. Versuche das mal hier. Was ist das für eine scheiß Quest? I cannot burn this building. Nicht mal das Ding. Guck mal. Das brennt doch lichterloh eigentlich. Wie muss ich da einmal rundherum laufen?
Kann das sein, dass ich gefühlt in das Gebäude reinlaufen muss, um das abzubrennen? Ja, ich muss da reinlaufen. Ich kann auch nicht in alle Gebäude reinlaufen mit dem Riesenroboter. Wie haben die sich das denn vorgestellt? Das ist ja wieder eine bekloppte Quest. Ja, reinlaufen, dann brennt es. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Da. So, kann ich das Gebäude hier auch noch abbrennen? Ja. Das brennt auch noch. Ich mal hier hin, vielleicht kann ich das auch noch anzünden. Und hier steht auch General Schwarzstein. So, der General. Vielleicht ein bisschen zäher. Was ist denn mit dem verkehrt? Dann mache ich mal richtig viel Schaden. Beziehungsweise hält richtig viel aus. So, das war General Schwarzstein. Jetzt haben wir hier nochmal so ein paar von diesen komischen Ghoulen. So, die sind auch Geschichte. Und dann sollen wir da vorne noch dieses komische Lager hier abbrennen. Wow, das wird mir noch als Gebäude angezeigt. Hier auf der Karte. Was soll ich denn da anzünden? Och Mann. Ich mag solche Quests nicht. So, irgendwie habe ich es dann doch angekriegt. Gut. Das heißt, wir haben hier alles fertig. Ich würde in der Suit gerne dann auch den Schlachtmetzler töten, wenn das gehen würde. Ha. Müssen wir irgendwie oben auf dem Berg sein. Oh, das hört sich lustig an, wenn man mit dem Ding springt. Boink, boink, boink. Wer ist sie denn? Müssen wir auch noch töten. Das Elite-Gegner, keine Ahnung. Zumindest können wir jetzt die Quest hier abgeben. Bei Frederik Götzstein. Auge im Auge. Quest beenden. Zack. Teufelskreis. Sturm, Sang und Drang. Kulturist. Das heißt, wir haben jetzt im Sturm Sanktal alle Quests fertig. Was es hier drüben noch für eine Quest gibt, Schmuck und Hand, weiß ich nicht genau. Aber weil die wahrscheinlich nicht mehr großartig relevant ist, würde ich die gerne auslassen. Ich mache jetzt nochmal kurz hier mich irgendwie nach da oben hin. Um den Schlachtmetzler zu töten, damit wir das auch alles fertig haben. Und dann geht es zurück nach Boralos. In Boralos wartet nämlich schon Taelia auf uns oder auch Kaifort Würmbann oder auch die Kriegsfront. Das heißt, ein bisschen haben wir da noch zu tun. Ein paar Sachen haben wir da tatsächlich noch. Und oh, das werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ich gucke jetzt nochmal schnell, wie ich dem Heini da hier hinkomme und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier, kleiner Höhleneingang. Da mussten wir rein und hier steht er auch mit zwei verlassenen Verrückten. Zumindest hören sich die Gespräche danach so ein bisschen an. Als wenn das ein verrückter Erfinder, Frankenstein und sein Gehilfe. Und dann zerlegen wir das hier mal. So, das war der Schlachtmetzler. Dann, wer ist das jetzt? Dann gebe ich die Quest da unten nur kurz ab. Und dann war es das eigentlich auch schon hier, hoffe ich mal. So, Quest abgegeben, das war es tatsächlich. Gut, dann geht es jetzt wirklich, wie gesagt, nach Boralos und... wo ist Boralos? Hier ist Boralos. Und hier haben wir eine Quest, die verfügbar ist. Die kenne ich tatsächlich noch nicht. Und hier ein neuer Morgen. Ich glaube, wir müssen uns bei Taelia melden. Hier Operation Blutpfeil. Da sollen wir uns bei Halford Würmband treffen. Ich gebe da einfach erstmal alle Quests ab.
und guck dann, was wir für neue Quests kriegen. Alles klar, Leute, da sind wir hier bei Taelia und bei Carsten Jammertal. Bei Taelia dürfen wir auf jeden Fall noch eine Quest abgeben. Bei Carsten dürfen wir eine neue annehmen und darüber steht ja noch Halford Würmbann, bei dem wir ja dann auch nochmal die Quest abgeben dürfen, beziehungsweise uns dort melden dürfen. Aber ich fange einfach mal mit Taelia an. Stehen wir gerade hier direkt davor. Und ein neuer Morgen. Klicken wir mal drauf. Ich habe bereits von den meisten Details berichtet. Die Sturmwacht wäre uns bei der Vereinigung von Kul'Tiras ein unschätzbarer, wertvoller Verbündeter. Quest beenden. Habe ich gemacht. So, dann reden wir jetzt mit Carsten Jammertal. Was ihr vielleicht bereut. Lucirion, Gen Graumine hat diesen Brief für euch dagelassen. Er hat angedeutet, dass es sehr dringend ist. Ich wollte gerade nach euch schicken. Fällt mir gerade auf, stimmt. Gen Graumine stand normalerweise immer hier, direkt da, wo ich jetzt mehr oder weniger stehe. Der scheint verschwunden zu sein, seitdem wir mit dem Sturmsanktal fertig sind. Deshalb öffne ich mal jetzt den Brief und lese den Inhalt. Lucirion, ihr habt dem Volk von Kul'Tiras geholfen, zusammenzufinden und sich der Allianz anzuschließen. Vielleicht könnt ihr jetzt auch eine Mutter und ihre Tochter helfen, zusammenzufinden. Trefft mich am Familiendenkmal bei Burg Prachtmeer. Mit Glück können wir Lord Admiralin Prachtmeer davon überzeugen, die Hinrichtung ihrer Tochter aufzuschieben. Gen Graumene, sprecht mit Gen Graumene bei der Gegenstände von Burg Prachtmeer. Champion, ihr habt dem Volk von Kul'Tiras geholfen, zusammenzufinden und sich der Allianz anzuschließen. Vielleicht könnt ihr jetzt auch einer Mutter und ihrer Tochter helfen, zusammenzufinden. Trefft mich am Familiendenkmal bei Burg Prachtmeer. Mit Glück können wir Lord Admiralin Prachtmeer davon überzeugen, die Hinrichtung ihrer Tochter aufzuschieben. Alles klar, das ist genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Hier seht ihr übrigens, was ich gemeint habe, dass es sich verändert hat, also seit dem letzten Patch, beziehungsweise da, wo Uldia veröffentlicht wurde. Also seit dem 6.9. sieht das hier so aus. Ne, 6.9., 5.9., deswegen gerade hier ein bisschen doof. 5.9., so. Seitdem steht hier ein bisschen Truppen von der Allianz. Da hatte dann der gute Herr Ralston Karn eine Quest. Die habe ich dann schon mal angesprochen. Er hat gesagt, wir sollen mit ihr hier reden, damit wir ins Arati-Hochland teleportiert werden. Das mache ich jetzt aber erstmal noch nicht. Wir reden jetzt erstmal noch ganz schnell mit Halford Würmbann. Geben hier die Quest ab. Der sagt mir bestimmt auch wieder irgendwas Tolles. Wir kehren zurück in die rauen Lande. Nasmir ist zurück, Lucien. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Quest beenden. Unsere Spieler berichten, dass einer der Hauptmänner von Sylvanas dunklen Waldläufern sich in Nasmir aufhält. Die dunklen Waldläufer gehören zu Sylvanas tödlichsten Kämpfern und Speeren. Einen ihrer Anführer zu töten, wird die Operation der Horde lahmlegen. Chandris Mondfeder wird diese Operation in Nasmir leiten. Ihr müsst euch sofort dorthin begeben und zuschlagen, bevor uns die Chance entgeht. Sprecht mit Großadmiralin Jess Terret, um nach Nasmir zu reisen. Das seht ihr wieder da drüben. Kehren wir zurück nach Nasmir. Ich würde aber erstmal sagen, dass wir jetzt uns hierhin begeben, zu Gen Graumine, mit dem aber reden. Und dann mal gucken, wie es da so weitergeht. Mir wurde es schon gesagt, dass es quasi die Jaina-Questreihe ist. Das heißt, es hat dann die darauf folgenden Sachen haben alle großen Teils mit Jaina zu tun. Dementsprechend, wenn wir das jetzt einmal machen, da werden wir dann bestimmt nochmal wieder unterbrochen werden, weil, wenn ich das richtig weiß, müssen wir da auch wieder Instanzen gehen, diverse Sachen erledigen, damit das alles vorankommt. In Instanzen gehen ist dann in diesem Fall dann gar nicht mehr mal so schlecht, weil die Instanzen wollte ich ja sowieso zeigen. Dementsprechend ja, werde ich dann einfach mal hier mich zu Gen Graumine bewegen und ja, dann sehen wir uns da sofort wieder. So, mit dem ersten besten Greifen habe ich mich dann mal hier hinbewegt zur Burg Prachtmeer. Hier stehen auch so diverse Soldaten rum. Hier sollen wir dann irgendwo Gen Graumine treffen. Wenn mir richtig angezeigt wird, irgendwo hier drüben.